Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Valiant Hearts, die tapferen Herzen. Wir sind Karl oder so und wir wollen fliehen. Schwanderlüchtlings der Blonderklomb. Ach so, Schwanderlüchtlings der Blonderklomb. Da ist Anna. Wird da rein irgendwie? Was ist das? Ach so, da kann ich bestimmt ein Stück Fleisch. 8. Mai 1916, Gefangenenlager Frankreich. Bewegerte Aster dabei. Bewegerte Aster dabei? Den Knoten auf der Klaus. Den Puften auf der Klaus. Dieses Pseudo-Deutsch ist voll cool. Ah, hier kann ich einen Schrank wegschieben. Und habe eine Tür. Der braucht Bänder oder was? Gibt ihr mir dafür irgendwas? Du hast mal das Geld rein, dann hole ich dir was. Na gut, scheinbar nicht. Schnorkfrantike! Schnorkfrantike! Ne, den Schrank wollte ich nicht schon wieder verschieben. Okay, da oben ist das Stück Fleisch. Der will aber irgendwas, was der mit seinen Rüben da... Der hat irgendwas mit seinen Rüben. Fakten, die Kriegsgefangenen. Auch in der Kriegsgefangenschaft werden nicht alle Soldaten gleich behandelt. Es gab Lager, die Offiziere vorbehalten waren und andere für die einfachen Soldaten. Die Gefangenen waren in der Regel mehr oder weniger unterernährt, je nachdem wie es um die Versorgungslage der einheimischen Bevölkerung bestellt war. Als Zwangsarbeiter mussten sie die eingezogenen Zivilisten ersetzen und wurden häufig in der Rüstungsindustrie, der Landwirtschaft und im Bergbau eingesetzt. Insgesamt wurden während des Kriegs 8 Millionen Gefangene gemacht. Davon saßen 2,5 Millionen in deutschen Lagern. Alter Schalter, das ist mal viel. Was gibt's hier? Dem da oben geht's nicht so gut. Der braucht Medizin. Was ist hier der Hebel? Achso. Alter Gruften! Alter Gruften! Ja, gut, hier kann ich also auch sehr viel tun gerade. Schauen wir weiter. Da gibt es nochmal ein neues Tagebuch freigeschaltet. 8. Mai 1916. Ich sitze hier jetzt seit 11 Monaten in diesem Gefangenenlager südlich von Reims fest. Reims. Ich werde langsam wieder gesund und kann sogar wieder laufen. Das verdanke ich nur Anna. Maries letzter Brief hat mich beunruhigt. Victor ist sehr krank. Und in Saint-Mihiel verfügen sie nicht über die Mittel, ihm zu helfen. Ich muss hier weg. 8. Mai 1916. Heute ist ein trauriger Tag. Freddy und Walt sind gestorben. Mögen sie in Frieden ruhen. Emil hat mir heute das Leben gerettet, 21. Februar 1916. Was für ein Granatbeschuss. Ich muss meinen jüngeren Bruder schreiben, er macht sich Sorgen um mich. Hier habe ich noch was, oder warum ist da noch ein Ausrufezeichen? Weiß ich nicht. Victor ist krank, er hat seit 3 Tagen nichts mehr gegessen und ist ganz blass und schwach. Er braucht Fleisch, aber ich habe nichts mehr für ihn. Ich hoffe, es geht ihm bald wieder besser. Karls letzter Brief hat mich beunruhigt. Er kann wieder laufen. Beruhigt. Er kann wieder laufen. Eine Schwester kümmert sich im Gefangenenlager um ihn. Okay, hier kann ich ganz nach links, aber keiner weiß warum. Gehen wir hier mal nach hinten. Da gibt's Wasser oder so und da gibt's ein Fundstück, das sieht aus wie ein Tagebuch. Notizbuch. Viele Soldaten besaßen ein Notizbuch, in dem sie ihre Erlebnisse und Erinnerungen schrieben. Diese Notizbücher boten später Historikern aus erster Hand Berichte von den Schrecken des Krieges. Würde ich, glaube ich, auch machen, wenn ich im Krieg wäre. Alles aufschreiben. Zu duschen? Soll ich dir hier die Dusche anmachen, oder? Achso, schade, kommt nichts. Schleppte Vita am Honk! Schleppte Vita am Honk! Ja, kann ich verstehen. Holen? Ah, Le Rezell. Da unten muss das Wasser hin. Was ist das? Ein Dogtag? Deutsche Erkennungsmarke. Deutsche Marken, die Erkennungsmarken waren zu Beginn des Krieges noch nicht bei allen Soldaten gleich. Die Form, das benutzte Material und sogar die eingeprägten Informationen hingen von der Region ab, aus der der Soldat stammte.
Im September 1915 wurde ein Standardmodell eingeführt, eine Plakette mit dem Namen des Soldaten, seinem Geburtstag und Ort sowie den Regimentsdaten. Ende 1916 wurde es durch ein neues Modell ersetzt. Was macht der Hebel? Der Hebel dreht die beiden. Das muss ja so sein. Und das dreht die beiden. Und das dreht die alle. Achso, jetzt kommt das Wasser oben rum. Macht ja auch keinen Sinn, wenn ich das richtig sehe. Das Wasser kommt von da und muss da unten hin. Das heißt, das muss... Nein, 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 das war einer zu viel. Das muss so sein. Das muss so sein. Das muss so sein. Jetzt läuft da Wasser nach draußen. Das macht natürlich auch viel Sinn. Kann ich denn da draußen eigentlich auch noch was drehen? Moment, ich gehe jetzt mal nach draußen. Kann ich die Rohre... Sehe ich die denn hier von draußen? Auf den Toiletten vielleicht? Da sehe ich die Rohre. Okay. Dann werfen wir doch mal ein Stück Stinks dagegen. So. Genau so. Dann gehen wir wieder hinein und schau mal, wie es jetzt aussieht hier oben. Ja, ist doch Wasser da. Habe ich es doch gelöst, würde ich sagen. Dann können wir ihm jetzt das Wasser anmachen hier und der gute Mann kann duschen. Wunderbar. Dafür kriege ich diese Dinger, diese Hosenträger oder was das war, die brauchte doch hier... so ein Typ hier hinten. War das hier? Ne, der braucht Medizin. Wupp, 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 wupp. Das war hier, wenn ich hier nach oben gehe, glaube ich. Dann kann ich dem da diese Hosenträger geben und er gibt mir dafür Medizin, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Genau, er braucht die Hosenträger. Bitteschön, dankeschön. So, dann haben wir die Medizin. Gut gemacht. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Damit gehen wir dann wieder zurück zu dem einen Typ. Ich weiß nicht, was der uns dafür gibt, dass er die Medizin bekommt. Aber das werden wir gleich erfahren. Boah, mein Bart stört mich so. Der piekst in den Mundwinkel. So, legen wir die Medizin da rein. Machen das nach oben. Wirft ihr den jetzt da drauf? Oh ja, Tatsache. Und hier brauche ich ja nur das. Gut gemacht. Gut gemacht. So, brauchte das nicht auch irgendjemand? Hier bei der Wurstfabrik nicht. Schauen wir erstmal hier hinten, was hier ist. Was haben wir denn hier? Oh, hier schlafen die alle. Da haben wir einen Brief gefunden. Brief eines ungarischen Gefangenen. Sehr geehrter Herr Diensthal, ich bin jetzt bereits seit drei Monaten Kriegsgefangener in Reims. Wir werden relativ gut behandelt, aber ich kann es nicht erwarten, hier rausgelassen zu werden. Mit Ihrer Erlaubnis würde ich bei Kriegsende gerne wieder als Vorarbeiter arbeiten. Meine Fertigkeiten haben nicht gelitten und selbst wenn ich nicht mehr so stark bin wie vor dem Krieg, so bin ich bald wieder kräftig genug. Ich freue mich schon, von Ihnen zu hören. Maximilian Elektriker. Jetzt darf ich damit, weil ich auch so ein... Was ist das? Ach, das ist ein Stück Fleisch für den Hund. Ach, weil ich jetzt das Halsband habe, darf ich jetzt auch hier hoch? Scheinbar, ne? So, das habe ich jetzt für den Hund.
Der Hund war hier. Ah ne, das ist gar nicht das für den Hund. Ah ne, das ist für den Kohlrabi-Schäler. Ach ja. Hier. Du wolltest sowas haben, ne? Ja, damit geht er dann gleich mal weg. Was haben wir denn hier? Glitzerndes? Was ist das? Eine Keksdose. Die Gefangenen litten in den Lagern an Hunger und ihr Essen wurde oft gestohlen. Diese Metalldose wurde von Hand gefertigt und erhielt entweder Brot oder Kekse. Der Besitzer konnte seine Vorräte mitnehmen, wenn er zur Arbeit ging, damit sie nicht gestohlen wurden. Komme ich jetzt hier hoch oder was? Kann ich die Dinger jetzt abwerfen? Ach so, ah. Oh, das war nicht getroffen. So holen wir das runter. Okay, jetzt müssen wir von der anderen Seite machen. So. Dann haben wir das für den Hundi. Ah, das ist eine Pfeife. Ah, jetzt verstehe ich auch, was der will. So, hier. Können wir da das Essen reintun? Geht der Hund da rein und wir können hier reingehen. Und hier können wir das Ding holen. Er liebt uns wegen dem Ding. Aber die Zeit läuft. Auf. Oh oh. Uah. Ah, da ist ein Busch. Okay. Ich wollte schon sagen, wie kommen wir denn da vorbei? Aber da ist ja ein Busch. Ein Busch. Los, durchschneiden, 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 durchschneiden! Schneller! Schneller! Gott, oh Gott. Schnell auf! Oh! Oh. August 1914, Kirche Saint-Laurent, Frankreich. Freddy. 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 Freddys Hochzeit. Oh nein. Bei seiner Hochzeit wurde er da gebombt. Und seine Frau. Oh nein! Seine Frau. Oh, der Hund, der lebt noch. Freddy? Freddy lebt auch noch! Freddy lebt! Steh auf! Oh mein Gott, Freddy lebt noch. Ach, wie schön. Das finde ich voll gut. Danke, Hund. Kein Strom. Okay, irgendjemand braucht Hilfe. Oh ja. Annas Vater, wenn mich nicht alles täuscht. Ist der Licht. Ja, gib uns das. Gib uns das. Achso, er kommt mit. Okay. Ich dachte, er bleibt stehen und gibt uns das, aber er kommt natürlich mit. Bleibt in unserem Lichtschein. So, dann kannst du das da reinsetzen. Und ich leg den Hebel um. Ah, es werde Licht. 9. Mai 1916, Fort Dumont. Und was haben wir? Fakten. Gepanzerte Fahrzeuge. Die Sturminfanterie wurde während des Krieges erfunden, um die gegnerischen Linien zu durchbrechen. Hierbei wurden die ersten Prototypen gepanzerter Fahrzeuge entwickelt. Die Generäle stellten fest, dass Fahrzeuge mit Rädern ungeeignet in Umgebungen mit vielen Gräben waren und so arbeiteten die Ingenieure an ersten Prototypen und rückten den Problem mit Ketten auf den Leib, was sie als perfekte Lösung erwies. Das Niemandsland.
Als Niemandsland wurde das Gelände bezeichnet, das sich zwischen den Schützengräben der beiden Lager befand. Die Breite konnte zwischen 50 und 1500 Metern betragen. Tagsüber wurde dieses Gebiet streng überwacht und jeder, der sich hineinwagte, wurde von den gegenüberliegenden Gräben aus unter Feuer genommen. In der Nacht war es Schauplatz für Handstreiche und diverse Spionagetätigkeiten. Auf beiden Seiten war das Gelände mit Stacheldraht und Fallen gespickt, um die Gräben zu beschützen. Bei Angriffen kam es in diesem Todesstreifen zu den höchsten Verlusten. Was ist denn hier dein Problem? Ach, die Feder, da hinten. Ja, ich sehe sie ja schon. Da oben ist sie. Aber wie kommen wir denn da ran? Kann ich das da rüberfahren? Super. Was haben wir hier im Schrank? Ein Stilett, ein Dolch. Zerbrochenes deutsches Bajonett. Dieses lange, breite, flache deutsche Bajonett ist so gestaltet, dass es in den Brustkorb des Gegners eindringt und ihm die Rippen bricht. Wow. Ah, so, jetzt kann aber der Hund mich rüberfahren. Oh, okay. Ich habe vergessen, rechtzeitig zu werfen. Genau so. So, Hund nochmal. Achso, es kommt dann nach unten. Kann ich runterspringen? Nein. Ich frage mich, wie viele Kapitel es gibt. Ich habe ja jetzt am Ende des zweiten gedacht, dass es eigentlich schon vorbei wäre. Aber es täuscht mich, so wie Child of Light mich immer täuscht, weil ich denke, es ist gleich vorbei und ist es einfach. Es ist einfach nicht vorbei. Es endet einfach nicht. So, hier hast du eine Feder. Fahren wir jetzt mit dem Panzer. Oh mein Gott, wir fahren mit dem Panzer. Das ist die richtige Richtung. Sieht fast so aus. Geil, wir dürfen Panzer fahren. Soll ich bestimmt hier draufstellen? Kann ich wieder aussteigen? Huch. Nein, ich kann nicht. Doch. Was? Was ist dein Problem? Wo bist du hin? What the fuck? Hä? Ach so, so muss das aussehen. Warte, so. Nee. Das kann ich nur so und so drehen. Moment, wenn ich das so mache. Das dann so. Nee, das ist es ja nicht. Und das oben eine Spitze, die ziemlich weit rausguckt. So. Dann haben wir da die Ecke von dem Ding. Ist das nicht das? Ich muss das ja eh erst irgendwie anheben, oder nicht? War das richtig? Guck mal. Yes, das war richtig. Jetzt braucht er nur so ein viereckiges. Hier irgendwie in dem Viereck verstecken. Was ja eigentlich auch gehen müsste. So. Das ist da zwar gedreht, aber ich meine, das kann man ja dann drehen, wie man will. Muss ich das festhalten? Nein, muss ich nicht festhalten. Okay.
So. Ich weiß nicht, was er da baut, aber ich glaube, eine Waffe für den Panzer. Was? Das war nicht gut. Ach, muss das jetzt so... Muss das jetzt so geneigt sein, ja? So, also. Gut, dann drehen wir das alles noch ein bisschen. So. Bist du jetzt zufrieden, ja? Anstatt dieses Quadrat einfach mal ein Stück zu drehen? Nein. Das muss vorher schon schräg ausgestanzt sein, weißt du? Naja. Ob das jetzt das richtige Stück ist, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Valiant Hearts. Macht's gut. Tschüsschen.